Schrauben gibt es in ganz unterschiedlicher Form. Die meisten sind aus Metall, doch wie man so eine Schraube macht, das haben wir uns einmal genauer angeschaut. So sieht eine Schraubenfabrik von außen aus und so von innen. Im Vorratslager liegt das Ausgangsmaterial, Drahtrollen in ganz unterschiedlichen Dicken, von hauchfein bis daumendick. Vom Lager gelangen die Drahtrollen an die Produktionsmaschine und werden zunächst einmal in kurze Stücke geschnitten. Das geschieht mit so einem Bolzenschneider, nur eben automatisch. Um zu zeigen, wie aus einem Drahtstück eine komplette Schraube wird, haben wir hier mal die Werkstücke zusammengelegt. Wie man sieht, ist das eine ganz besondere Schraube. Schritt für Schritt wird der Draht umgeformt. So sieht also eine Schraubenherstellungsmaschine aus. Da wundern wir uns nicht, dass auch hier ein Computer hängt, der alles steuert. Die Menschen müssen nur kontrollieren, ob auch alles stimmt. Die Maschine arbeitet so schnell, dass wir nicht viel erkennen können. Zum Glück kann man unseren Film aber langsam laufen lassen. Der Draht wird schrittweise verformt. Ist ein Arbeitsgang zu Ende, wird der Drahtstift an das nächste Werkzeug weitergereicht. Zunächst wird ein Ende gepresst, dadurch wird das Material dünner und etwas länger. Hier wird der spätere Schraubenkopf in Form gebracht. Als nächstes wird oben in die Schraube noch eine Vertiefung eingepresst. Das ist die Stelle, in die später der Schraubenzieher reinpassen soll. Diese Schraube hier soll noch einen breiten Bauch bekommen. Das passiert zum Schluss. Die Maschine funktioniert wie ein schwerer Hammer, der auf den Drahtstift haut. Der Drahtstift wird dabei in ein speziell geformtes Loch getrieben, das dem Schraubenrohling seine Form verleiht. Nach diesem Arbeitsgang sieht das Ganze doch gar nicht mehr nach Draht aus, oder? Zwischendurch wird das Werkstück immer wieder gewaschen. Hier dürfen unsere Schrauben Karussell fahren. Nein, mit dieser Bewegung kann man die vielen Schrauben in die richtige Position bringen. Für den nächsten Arbeitsschritt das Gewindewalzen. Jede Schraube wird hier Stück für Stück zwischen zwei Metallbacken geschoben, gerollt und fertig ist das Gewinde. Das Ganze nochmal langsam, Schraube zwischen die Werkzeugbacken mit Rillen legen, kräftig zusammendrücken, eine Backe anschieben, fertig. Hier werden die Schrauben gewaschen. Nun müssen die Schrauben gehärtet werden. Bislang sind die Schrauben noch zu weich, um sie in ein Stück Holz oder Stahl einzuschrauben. Mit einem Magneten werden die Schrauben in den Härteofen gepackt. Wichtig ist, dass sich im Inneren des Ofens keine Luft, sondern ein Gemisch aus verschiedenen Gasen befindet. Weil es im Ofen sehr heiß ist, verbrennen die Gase. Die heißen Schrauben werden dann in kaltes Wasser geworfen. Das macht die Schrauben hart. Nach dem Abschrecken im Wasserbecken werden die Schrauben erneut gewaschen und in diesen Schleudern getrocknet. Jetzt kommt der Rostschutz drauf. Diese Abteilung nennt man Galvanik. Der glänzende, feine Überzug ist aus einem anderen Metall, etwa Chrom oder Zink. Wenn man die Schrauben in ein spezielles Bad mit Säure legt, elektrischen Strom anschließt und etwas wartet, dann bildet sich ein hauchdünner, glänzender Belag, der die Schraube schützt. Jetzt ist es Zeit für die Endkontrolle und das Verpacken. In diesem Automaten wird jede einzelne Schraube fotografiert. Dann wird mit Hilfe eines Computerprogramms geprüft, ob die fotografierte Schraube auch genau die richtigen Abmessungen besitzt. Fehlerhafte Schrauben werden aussortiert, die guten werden verpackt. Ist auch beim Wiegen alles richtig, wird der Beutel zugeklebt und es kommt ein Etikett darauf. Kunststoffbeutel werden zu Paketen gepackt und landen im Lager, bis ein Kunde die nächste Lieferung bestellt.